ein kurzer Gedanke. Ja, das ist jetzt gar nicht so einfach, aber ich nehme sie einfach von Anfang an mit in den Gedanken und dann schauen wir mal, was daraus wird. Also, ausgegangen oder dieser Gedanken, den ich Ihnen jetzt schildern möchte, der geht aus von der Idee, dass es ja eine riesige Wissenslücke gibt. Und zwar nicht nur eine Wissenslücke, weil bestimmte Dinge nicht erforscht sind, sondern weil in meinen Augen vorhandenes Wissen nicht genutzt wird. Und zwar diesmal nicht nur, dass das Wissen der Wissenschaftler, also die Forschungsergebnisse nicht genutzt werden, sondern wir wissen alle, dass es ein ungeheuer großes Wissen von Praktikern auch im Feld der gerontopsychiatrischen Pflege gibt, deren Wissen nicht benutzt wird. Also es ist unbestritten, dass uns die Akademisierung in der Pflege auch vorangebracht hat, bei allem, was man daran auch auszusetzen haben kann. Aber letztendlich hat es unsere Disziplin auch nochmal auf ganz andere Beine gestellt und wir sind nicht mehr nur noch von subjektiven Ideen oder subjektiven Erfahrungen abhängig und nicht nur von Erfahrungswissen. Nichtsdestotrotz gibt es eine Menge auch qualitativ hochwertig gesammelten Wissen aus der Praxis. Ja? Zum Beispiel mit dem Wissen, was in Abschlussarbeiten an Fort- und Weiterbildung, ich denke an Abschlussarbeiten für die Fachpflege, gerontopsychiatrische Fachpflege oder in anderen Fort- und Weiterbildung, wo umfangreiche Facharbeiten mit Literaturanalysen, wo man auch die sogenannte graue Literatur gesammelt hat. All das landet irgendwann zwischen zwei Buchdeckeln, hätte ich beinahe gesagt. Ja, das gebe ich ab, solche Arbeiten, und dann liegen die da und die werden nicht gesammelt. Es gab mal Bestrebungen, auch solche Dinge zu sammeln und auszuwerten, aber das wird meines Wissens heute quasi nicht mehr gemacht. Das Gleiche gilt für gute Best-Practice-Modelle. Sie kennen das selber auch. Man macht ein Modell oder man bekommt vielleicht eine Förderung und macht ein Modellprojekt und am Ende gibt es einen Abschlussbericht und der landet dann dort und der bleibt da. Vielleicht gibt es noch eine Pressekonferenz, aber dann hört es häufig auch auf. Und all dieses Wissen, das wird nicht systematisch gesammelt und ausgewertet. Denn es ist nicht immer so, dass das nur subjektive Meinungen sind, sondern auch wirklich hochgradig, qualitativ hochgradig, sage ich mal, gesammelte Erfahrungen und ja, Forschungsergebnisse. Die Frage, die ich mir stelle, also es gibt ja im Grunde zwei Probleme an Wissensergebnissen, die, sagen wir mal, von nicht-akademischen Wissenschaftlern gesammelt werden. Häufig ist sozusagen der Weg, um diese Ergebnisse in Best-Practice-Modellen oder anderen zu sammeln, nicht wissenschaftlich, entspricht nicht den wissenschaftlichen Standards. Oder zweitens, wie ich es gerade schon mal gesagt habe, geht es auch häufig um subjektive Meinung. Denn wenn ich 30 Jahre in der Pflege gearbeitet habe, dann habe ich eine Menge Wissen erworben, auch vielleicht neues Wissen erworben, aber das ist natürlich sehr subjektiv. Und jetzt stellen Sie sich einmal vor, all dieses Wissen würde gesammelt und würde entsprechend aufbereitet, würde bewertet, auch von mir aus nach seiner Evidenz bewertet, dass man sagt, wie ist es gesammelt worden, auf welche Art und Weise sind die zu den Ergebnissen gekommen, und wenn man das dann wiederum, vielleicht das Einzelwissen einzelner kumuliert mit ganz vielen, mit Tausenden von Menschen, die in diesem Bereich arbeiten, dann kämen wir sehr wohl zu wissenschaftlichen Ergebnissen. Also das wäre der eine Punkt. Also die Frage ist, warum versuchen wir nicht sozusagen eine Sammlungsstelle einzurichten? Ich weiß, das kostet Geld, aber das würde sich lohnen, die all das entsprechend auswertet. Aber daran anschließt sich eine ganz besondere Frage, nämlich folgende. Können nur akademisch ausgebildete Wissenschaftler wirklich forschen oder können auch interessierte, leidenschaftlich interessierte Laien forschen? Und in diesem Zusammenhang werden Sie, wenn Sie danach recherchieren, auf einen Begriff stoßen, der in bestimmten Bereichen recht bekannt ist, aber in der Allgemeinheit kaum. Das ist der Begriff des Citizen Science, also der Bürgerwissenschaft. In den 90er Jahren nochmal als Begriff geprägt worden, aber eigentlich ein Begriff mit einer ganz, ganz langen, mit einer ganz langen Geschichte. Und zwar deswegen, erst Mitte des 19. Jahrhunderts sind quasi die Wissenschaften an die Universitäten gekommen. Davor wurde auch Wissenschaft betrieben, aber von sozusagen Laien. Und einer der berühmtesten Laien auf dem Gebiet oder in seinem Gebiet war Charles Darwin, der uns alles oder der uns ganz viel beigebracht hat über die Entstehung der Arten. Der war nämlich eigentlich Theologe.
Biologe und hat sich nur enorm für Biologie interessiert. Und der wird auch immer zu Rate oder wie man immer angeführt, wenn wir darüber reden oder wenn wir über Citizen Science reden. Im Grunde geht es bei Citizen Science darum, dass man sagt, auch interessierte Bürger, die sich leidenschaftlich mit einem Thema beschäftigen, sind in der Lage zu forschen. Also sozusagen eine Akademisierung in einem bestimmten Bereich ist nicht Voraussetzung dafür, um in diesem Bereich zu forschen. Sehr bekannt geworden ist da eine Gruppe, ein Verein, ich weiß nicht mehr, wo das war, ich habe es in einem Podcast gehört, von Menschen, die bestimmte Waldgebiete untersucht haben, auf das Vorkommen von Käfern und anderen Tierchen auf dem Waldboden und die also festgestellt haben, dass bestimmte Tiere auf einmal nicht mehr vorhanden waren oder immer weniger wurden. Also sehr, und das ganz akribisch gemacht haben und nach hohen wissenschaftlichen Standards, ohne jemals in diesem Bereich ein Studium abgeschlossen zu haben. Als ich davon gehört habe, da habe ich mir natürlich überlegt, ist es nicht auch möglich, Citizen Science, also Bürgerwissenschaft, zu betreiben in dem Bereich, der mich interessiert, im Bereich der gerontopsychiatrischen Pflege, oder wird es nicht unter Umständen schon die ganze Zeit gemacht? Es gibt einen Menschen, der heißt Hackler, ich weiß nicht genau, auf den bin ich gestoßen, auf der Citizen Science Seite von Österreich, die heißt Österreich forscht, und der unterscheidet 4 Ebenen von Citizen Science und die unterschiedlicher Güte sind. Er sagt, die erste Ebene ist das sogenannte Crowdsourcing. Das heißt also zum Beispiel haben wir Bürgerinnen und Bürger, die bestimmte Sensoren tragen und ihre Daten übermitteln. Das wird heute auch über Apps und so weiter gemacht. Und insofern bei Wissenschaft mitarbeiten. Nochmal wohlgemerkt, Citizen Science ist keine neue Methode akademischer Wissenschaften. Also es geht eben darüber hinaus, dass Wissenschaftler Bürger als Probanden oder Teilnehmer sozusagen einbeziehen, sondern sie forschen mit. Die zweite Ebene, von der derjenige sprach, von der Hackler sprach, ist die der genannten verteilten Intelligenz. Der sagt, zum Beispiel einfache selbstständige Arbeiten der Amateure, die nicht von Computern erledigt werden können, werden über Bürger gemacht. Das könnte zum Beispiel sein, dass Bürger Tagebuch schreiben über ihre Pflege und genau aufschreiben, wie sie wann in welcher Situation reagiert haben oder wie der Verwandte, der Schutzbefohlene, der Mensch mit Demenz auf bestimmte Dinge reagiert hat. Und wenn das ganz viele Leute tun, man würde das wiederum auswerten, kämen wir natürlich auch zu ganz wichtigen Ergebnissen. Die Ebene 3 ist dann sogar die Einbindung der Bürger schon in die Fragestellung und in die Datensammlung, also die sogenannte partizipative Wissenschaft nennt er das. Also das ist natürlich klar, also das fordern wir ja auch schon immer, dass nicht nur ganz viel Wissen bei den Bürgerinnen und Bürgern oder bei den professionell Pflegenden beispielsweise liegt, sondern natürlich die aus ihrer Praxis Fragestellungen entwickeln, auf die Wissenschaftler womöglich gar nicht kommen, ja, und das mit Daten sammeln, habe ich ja gerade schon genannt. Und die Ebene 4 heißt im Grunde, also die nennen das Extreme Citizen Science, die bedeutet einfach, dass Bürgerinnen und Bürger wissenschaftliche Standards einbehalten und sozusagen von der Fragestellung bis hin zur Analyse und der Ergebnisdarstellung selbst Wissenschaft betreiben. Auch dafür gibt es Beispiele, weil es natürlich, und wir wissen das alle, schauen Sie einmal nach in den Selbsthilfegruppen und in vielen anderen Gruppen, da gibt es Menschen, die sich seit 20, 30 Jahren mit dem Thema Alzheimer und Demenz beschäftigen und vielleicht in anderen Bereichen, nicht im Bereich der Pflegewissenschaft oder der Medizin oder der Psychologie, vielleicht einen akademischen Titel erworben haben, also sehr wohl wissen, wie Forschung oder wie Forschungsmethoden funktionieren. All das könnten diese Bürger auch machen. Also nochmal, es geht mir nicht darum, dass man sozusagen Citizen Science eine Absage an die akademische Wissenschaft ist. Aber die akademische Wissenschaft darf in meinen Augen auch keine Absage an die Bürgerwissenschaft denken. Und sie darf, und diese Citizen Science Bewegung, die darf natürlich auch nicht einverleibt werden von der akademischen Wissenschaft, dass sie sagen, ja, die dürfen zwar ein bisschen forschen, wenn die das sozusagen unter meinem Dach tun oder unter meiner Hand tun.
Es gibt ein spannendes Interview mit Peter Finke, ein absoluter Experte im Bereich der Citizen Science, ein Wissenschaftler aus Deutschland, der auch ein Buch dazu geschrieben hat mit Namen Citizen Science. Und in diesem Podcast, der heißt Forschergeist und der ist vom Stifterverband der deutschen Wissenschaft, ist dieser Podcast, ist die Episode 2. Dort weist er auch genau auf diese Gefahren hin. Der weist auf die unglaublichen Möglichkeiten von Citizen Science, aber auch auf die Gefahr hin, dass das Ganze einverleibt wird von der akademischen Wissenschaft. Also, ich finde, das ist eine ganz, ganz wichtige und ganz, ganz spannende Ebene, diese Idee von Citizen Science. Ich arbeite gerade an einem Artikel zu diesem Thema und der Übertragung von Citizen Science auf den Bereich der gerollte psychiatrischen Pflege. Unter diesem Podcast und auf und dem Blog www.dzla.de, wo wir sozusagen diesen Podcast nochmal posten, dort finden Sie auch nochmal Quellenangaben zu all diesen Dingen. Also, im Grunde gibt Citizen Science den Menschen, den normalen Bürgern, ihr Recht zu forschen wieder, so sie das auch nach bestimmten Standards tun. Ne? Denn Citizen Science bedeutet nicht, jeder kann alles, sondern man muss auch bestimmte Standards einhalten. Also Bürger forschen nach wissenschaftlichen Kriterien, aber sie können das und ihnen wird sozusagen zurückgegeben, das, was sie schon gemacht haben, bevor es die akademische Wissenschaft gab. Bürger sind nicht mehr nur noch Auftraggeber einer akademischen Elite, sondern können mit ihnen zusammen forschen auf Augenhöhe zu unser aller Wohl. In diesem Sinne, das war ein kurzer Gedanke von mir. Nur ein kurzer Gedanke.